Herzlich willkommen zum Videotutorial zum Konzepttest Klassifizierung von Prozessen. Ziel des heutigen Tutorials ist es, Prozesse in der physikalischen Chemie richtig zu charakterisieren. Dies können wir anhand einer Beispielaufgabe am besten üben. Die lautet: 1 Kilogramm Eis schmilzt bei 0 Grad Celsius und 1 Bar komplett langsam zu flüssigem Wasser. Welche Aussagen treffen zu? A. Isotherm, B. Isobar, C. Isochor, D. Adiabatisch, E. Reversibel oder F. Irreversibel. Um einen Prozess richtig charakterisieren zu können, müssen die Bedeutung der Begriffe bekannt sein. Diese beschreiben die Randbedingungen, die einen Prozess erst charakterisieren. Außerdem sollte der Zusammenhang zwischen Wärme und Arbeit bekannt sein. Die Begriffe Isotherm, Isobar und Isochor bedeuten, dass Temperatur, Druck und Volumen konstant sind. Adiabatisch beschreibt eine Zustandsänderung, bei der keine Wärme mit der Umgebung ausgetauscht wird. Reversibel beschreibt einen Zustand, der wieder umkehrbar ist, das heißt, dass er in seinen Ausgangszustand zurückgeführt werden kann. Irreversibel beschreibt einen Zustand, der nicht wieder umkehrbar ist. Der Zusammenhang zwischen Wärme und Arbeit ist, dass Wärme eine Form von Energie ist. Und Energie ist wiederum die Fähigkeit, überhaupt Arbeit leisten zu können. Da wir nun die Grundlagen geklärt haben, können wir die Diskussion der Antwortmöglichkeiten beginnen. A. Isotherm ist richtig, da wir eine konstante Temperatur von 0 Grad Celsius haben. Außerdem ist das ein endothermer Prozess, da dem System Wärme zugeführt werden muss. Q ist größer 0. Die Antwortmöglichkeit B ist richtig, weil wir einen konstanten Druck von 1 Bar haben. Die Antwortmöglichkeit C, Isochor, ist falsch, da das Volumen während der Zustandsänderung abnimmt. Es liegt ein exochorer Prozess vor. Die Antwortmöglichkeit D, adiabatisch, ist falsch, da ein Wärmeaustausch stattfindet. Es wird Wärme aufgenommen. Die Antwortmöglichkeit E, reversibel, ist richtig, da der Zustand des Flüssigen wieder in den Zustand des Festen zurückgeführt werden kann. Zu beachten ist aber, dass ein Zustand oder beziehungsweise ein Prozess nie ganz reversibel ist. Die Antwortmöglichkeit F, irreversibel, ist falsch, da der Prozess reversibel ist und somit nicht irreversibel sein kann. Zusammenfassend können wir sagen, dass zu unserer Aufgabe 1 Kilogramm Eis schmilzt bei 0 Grad Celsius und 1 Bar komplett langsam zu flüssigem Wasser die Antworten A, isotherm, B, isobar und E, reversibel passen. Die Antwortmöglichkeiten C, isochor, D, adiabatisch und F, irreversibel sind falsch. Insgesamt liegt ein endothermer, exochorer Prozess vor.